Hallo, in diesem Video geht es darum, wie man ein besserer Balletttänzer oder eine bessere Balletttänzerin wird mit Tanzstilen, die gar nicht Ballett sind, zumindest nicht in ihrer Reihenform. Und ja, wenn ihr wissen wollt, welche 5 Tanzstile das sind und was sie so für besondere Charakteristika haben, dann bleibt einfach dran, da reden wir jetzt heute drüber und ja. Für alle die von euch, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Leo und ich rede auf diesem Kanal mit Masse über die Themen Ballett, Flexibilität, Sport und so weiter und so fort. Aber hin und wieder, ja, expandiere ich auch gerne in so ein paar Randformen und dieses Video ist eins davon. Es ist mal an der Zeit, dass wir darüber reden, welche Einflüsse hilfreich sein können und was es da für verschiedene Arten gibt, was sie unterscheidet. Dementsprechend, ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch 5 Tanzarten rausgesucht, die, naja, viele von euch wahrscheinlich schon irgendwie kennen. Trotzdem wollte ich sie nochmal in einem Video zusammenfassen. Und ja, wir fangen jetzt an. Number one ist Modern Dance bzw. Contemporary Dance. Zu der Unterscheidung der Begriffe sage ich gleich noch was. Aber ich denke mal, viele von euch werden vielleicht Modern oder Contemporary schon tanzen oder es bereits schon kennen. Ich ja, tanze eben auch Modern bzw. Contemporary und finde, dass es eine unglaublich gute Bereicherung zur eigentlichen Balletttechnik ist. Sehr bekannte Namen in dem Bereich wären Martha Graham, Cunningham, Lester Horton oder Alvin Ailey, der, glaube ich, ein Schüler von Lester Horton war, wenn ich mich recht erinnere. Also das sind vielleicht Namen, die ihr schon mal irgendwo gehört habt und Namen, die diesen Tanzstil eigentlich meines Wissens nach recht stark geprägt haben. Besonders am Modern ist, dass es deutlich mehr mit dem Boden verbunden ist, als es das Ballett ist. Also jeder, der schon mal Modern Dance getanzt hat, der weiß oder die weiß, dass man viel, viel mehr auf dem Boden rumkrebst und dass generell auch viel mehr Technik auf dem Boden geübt wird. Ich hatte zum Beispiel ein paar Stunden zur Graham-Technik, die wirklich ganz isoliert auf Graham waren. Und ich fand es unglaublich spannend, weil wir saßen die komplette Stunde. Also ich habe mich die komplette Stunde nicht vom Boden wegbewegt. Und ich wusste gar nicht, dass es so viele Variationen gibt. Ich meine, es ist auch irgendwie logisch, aber wenn man mal wirklich so reine Graham-Technik durchmacht, merkt man erstmal, wie oft man sitzt, man kniet, man liegt und wie viel von der Stange man auch auf dem Boden macht. Und es geht unglaublich viel aus dem unteren Oberkörper. Es ist viel mit Drehung im Torso, es ist viel mit Contraction, es ist viel mit Release. Also es geht viel darum, Spannung plötzlich loszulassen oder plötzlich sich so zusammenzukrümmen und sich wieder fallen zu lassen. Das sind Techniken, die findet man so im Ballett nicht. Die sind aber aus Technik- und Kontrollhintergründen unglaublich wichtig und sehr, sehr bereichernd. Deswegen, falls ihr mit der Graham-Technik zum Beispiel noch nie gearbeitet habt, guckt sie euch mal an. Ich bin ein großer Fan, es ist mir so schwer gefallen am Anfang, aber es lohnt sich definitiv. Was für viele BalletttänzerInnen auch etwas merkwürdig an Modern Dance ist, ist das eingedrehte Tanzen. Im Ballett ist man es ja gewohnt, dass man alles immer ausdrehen muss. Das Knie muss zur Seite, der Fuß muss zur Seite, was auch immer. Das ist im Modern Dance nicht so. Natürlich dreht man auch hin und wieder ausgedreht, aber es ist eben viel, viel mehr eingedreht. Das würde im Ballett einfach nicht passieren. Füße sind hier auch Point und Flex, wie man das aus dem Ballett kennt, aber tatsächlich auch viel öfter noch Flex. Das ist eine große Umgewöhnung, aber genau das hält euch fit im Kopf. Und genau das sagt euch, okay, überdenkt diese Technik, die du da gerade machst und vergewissere dich, warum du das machst. Und es stört so ein bisschen diesen Automatismus, den man sich aneignet. Also so dieses, ja, das ist meine ausgedrehte Position, hier gehe ich immer rein, das funktioniert automatisch, da denke ich nicht mehr drüber nach. Und es schärft eure Sinne und gibt euch unglaublich viel reichhaltige Technik. Contemporary Dance würde ich persönlich jetzt als die Verbindung von Modern und Ballett beschreiben. Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen von Contemporary und es ist einfach ein sehr variables Gebiet. Ich habe auch tatsächlich oft gehört, dass Leute Contemporary und Modern synonym verwenden, was meiner Meinung nach nicht so ganz passt, weil Contemporary für mich immer noch mehr Ballettelemente hat, als es ein reiner Modern Dance tun würde. Aber eventuell ticke ich da auch falsch, keine Ahnung. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Genau, also Contemporary meiner Meinung nach mit mehr Ballettelementen, dementsprechend vielleicht ja ein bisschen immersiver so im Tanzen. Das wird euch ja definitiv die Augen öffnen und zeigen, was ihr alles noch nicht könnt. Kommen wir zu Nummer 2 und zwar Jazz Dance. Jazz Dance ist auch eine super interessante Form des Tanzes, weil eben wie auch die Jazzmusik, der Jazz-Tanz sehr energetisch ist, so ein bisschen funky angehaucht und alles geht irgendwie ein bisschen energetischer, ein bisschen fixer vonstatten. Hin und wieder hat man auch kleine Rap-Hip-Hop-Elemente da drin, also kann alles vorkommen und ist einfach
finde ich schon eine ganz andere Mentalität, allein von der Musik. Was ich super interessant finde, ist, dass beim Jazz gerne mit Isolation gearbeitet wird. Heißt, ihr habt oft einfach nur ein Körperteil, was sich bewegt oder was so die Hauptarbeit übernimmt. Und es ist nicht dieses Ganzheitliche, wie man es vielleicht vom Ballett kennt. Natürlich muss man beim Jazz auch auf alles achten, aber ihr habt öfter einen stärkeren Fokus auf den Kopf, auf die Schultern, auf was weiß ich. Und das ist auch eine ganz interessante Taktik, mal wirklich nur an einen Körperteil zu denken oder einen Körperteil zu fixieren. Das hilft definitiv später, wenn man die Teile wieder zusammenfügt im Ballett. Generell würde ich jetzt auch sagen, dass es im Jazz alles etwas flüssiger ist. Und also man stoppt halt eigentlich kaum für eine Balance. Also es wäre jetzt nie so, dass man sagen würde, okay, Arabesque-Balance und weiter geht's. Diese Liaisons fehlen und es ist alles recht flüssig, also weil es eine große Liaison ist quasi. Und deswegen habe ich das Gefühl, man lernt beim Jazz wirklich mehr dieses ganzheitliche Denken. Man denkt nicht in Schritt 1, 2, 3, 4 und dazwischen mache ich ein paar Deborés, sondern man denkt mehr in einem großen Schema und verinnerlicht die Musik vielleicht ein bisschen anders, was auch wieder so im Musikverständnis, im Verkörpern der Musik durchaus helfen kann. Ja. Nummer 3 hätten einige von euch in diesem Video vielleicht nicht erwartet, aber Standardtanz wird meiner Meinung nach gerade in der Ballettwelt viel zu unterbewertet, weil es durchaus ein super interessantes Training ist, erstmal in der Interaktion mit einer anderen Person. Nicht jeder, jede kann immer irgendwie pas de deux machen, alleine schon, weil teilweise der oder die Partnerin fehlt. Deswegen ist es beim Standardtanz, finden sich da vielleicht eher mal Personen, die mit einem tanzen. Und was ich super spannend finde, ist, das Tanzen in Gesellschaft und in der Öffentlichkeit zu üben. Also oft hat man, finde ich, gerade im Ballett so dieses, man ist in seinem geschlossenen Raum, in seinem Saal mit den Leuten, die man kennt. Da guckt niemand zu, das ist kein Event wie beim Tennis, wo Zuschauer drumherum sitzen bei einer Probe oder bei irgendeinem Halbfinalspiel oder bei irgendwas. Man hat sich und vielleicht noch die Kompanie, die zuguckt. Und dann hat man die Aufführung. Und das ist eine ganz andere Art von Präsenz, finde ich. Und es ist super interessant. Also ich habe auch mehrere Standardtanzkurse gemacht und war auch öfter bei so einem Treff, wo man einfach, ja, quasi entweder mit einer Person schon hingekommen ist oder sich jemanden dort gesucht hat und einfach verschiedenste Tänze ausprobiert hat. Musik lief durch und immer, wenn man Lust hatte, konnte man auf die Tanzfläche und konnte einfach ein bisschen was ausprobieren. Mega cool, aber ich habe super lange gebraucht, bis ich diese Anspannung weg hatte und dieses, oh mein Gott, ich kann den Schritt nicht, aber alle gucken mich an. Dieses Lernen vor Leuten, vor fremden Leuten. Ich meine, niemand hat mich angeguckt, niemanden hat es interessiert, aber ich hatte so dieses, nee, ich muss den Schritt können und erst dann traue ich mich auf die Tanzfläche. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich die Schritte vorher an der Seite geübt habe, was total dämlich ist, weil ich hätte es einfach auf der Fläche üben können. Und ja, alleine vom Mindset finde ich eine große Bereicherung, aber natürlich auch vom Tanzstil. Die Interaktion mit einer anderen Person ja, ist was, was man im Ballett dann eben nur im Pas de deux hauptsächlich übt, wenn man eben Pas de deux tanzt. Und ansonsten, ich meine, es gibt auch viele Standardtanzelemente im Ballett. Ne? Walzer finden wir überall. Also Walzer ist zum Beispiel ein Element, was sich immer wieder durchs Ballett zieht. George Balanchine arbeitet, soweit ich weiß, ganz gerne mal mit Walzer-Elementen, habe ich zumindest mal gehört. Oder Tango-Elemente findet man, meine ich, hin und wieder auch mal. Also es vermischt sich schon, aber es ist definitiv noch irgendwie recht strikt getrennt, was ich schade finde. Genau. Bei Nummer 4 stelle ich jetzt die gewagte These auf, dass Personen, die höheres musikalisches Verständnis haben, besser im Tapdance sind als Personen, die kein musikalisches Verständnis haben. Einfach aus dem Grund, dass Stepptanz, Tapdance einfach immer was mit rhythmischen Klangstrukturen zu tun hat. Also alleine dadurch, dass ihr ja, Schuhe habt, die Musik machen. Ihr könnt eure eigene Musik machen, ihr könnt die Musik unterstützen, ihr könnt sie verneinen, ihr könnt auf die Musik reagieren. Und das ist ein Element, was beim Stepptanz dazukommt, was für BalletttänzerInnen bisher eigentlich ungeahnt ist, weil man visualisiert die Musik, man unterstreicht die Musik, aber im Stillen. Und jetzt kann man es auch mit Klang tun und das addet so eine ganz neue Ebene, die ich total faszinierend finde und wo ich mich bisher die super wenigen Male, die ich es ausprobiert habe, mega dämlich angestellt habe, obwohl ich eigentlich halbwegs musikalisches Verständnis habe. Ich finde es unglaublich schwer und ich bewundere die Leute, die da sogar improvisieren können. Das würde ich nicht hinbekommen. Also mir fielen Choreos schon schwer. Durchaus hilfreich, wenn man mal so verstehen will, wie ist so ein Song aufgebaut und wie übersetze ich ihn in Tanz. Zu guter Letzt Folk bzw. Character oder Charaktertanz, wie es wahrscheinlich vielen von euch geläufig sein dürfte. Zumindest diejenigen unter euch, die als kleines Mädchen oder kleiner Junge mit... Boah, wie alt war man da? 6?
7, 8, ich weiß es nicht, wie man diese lustigen Klackerschuhe anhatte und sich super gefreut hat. Also bei mir war es zumindest so, als ich Charaktertanz machen durfte damals, ich habe mich gefühlt, als hätte ich es geschafft. Ich hatte endlich diese Schuhe mit diesem einem Zentimeter Absatz und die haben auch noch geklackert und die hatten auch noch so ein rosa Bändchen oben und ich war so happy. Folk-Elemente aus dem Grund, dass man aus verschiedensten Kulturen, verschiedensten Tanzstilen sehr viele spannende Elemente übernehmen kann. Also die Handhaltung aus dieser Art und Weise, die Kopfhaltung aus dieser Art und Weise. Und so vermischen sich viele Stile, viele regionale Prägungen zu einem ganz besonderen persönlichen Stil. Und das finde ich sehr, sehr schön. Wenn ich zum Beispiel daran denke, ich habe einmal im Nussknacker den arabischen Tanz getanzt. Die Armhaltung, die Fingerhaltung, alles war so fremd für mich. Und wir haben wirklich Wert darauf gelegt, dass es eine andere Ästhetik hat. Dass es nicht aussieht wie einfach Ballett auf eine arabische Musik, sondern dass es auch wirklich im Ausdruck, in jeder Fingerspitze einen anderen Touch hat und versucht wirklich an diese Folk-Elemente aus diesem Raum ranzukommen. Und das fand ich total schwierig am Anfang, weil es für mich mega ungewohnt war. Aber es ist eine Herausforderung, der man sich, finde ich, stellen muss im Tanz alleine, ja, um es so vielfältig wie möglich zu gestalten und so viele Einflüsse wie möglich in den Tanz reinzubringen. Also falls jemand von euch Nussknacker irgendwie schon mal getanzt hat, wie gesagt, arabisch ist so eine Nummer. Was haben wir denn noch? Hier ganz viele spanische Elemente sind überall, wenn ich an, wie heißt sie? Don Quixote, Esmeralda? Esmeralda, wenn ich an sie denke, mit so einem Tamburin zu tanzen, ist auch nicht einfach. Also ein Zeug. Super viele Einflüsse, die man mitnehmen kann und sollte. Und der Charaktertanz vereint für mich dann irgendwie alles. Diese neuen Musiken, diese neuen Bewegungen, die gerade eben für Kinder tatsächlich sehr bereichernd sind, weil ja, ich finde es so toll, weil man in dem Alter noch nicht so viel nachdenkt. Also man denkt gar nicht darüber nach, ist das jetzt eine Bewegung, die ich kenne, sondern man beschäftigt sich damit, man sieht, dass man probiert es und schon hat man was Neues gelernt. Und da sind Kinder einfach ein bisschen unmittelbarer. Aber genau deswegen plädiere ich auch dafür, dass man das in höherem Alter auch noch machen sollte und einfach diese ganzen Barrieren von sich streifen soll, von wegen, oh, das ist aber nicht die Technik, die ich kennengelernt habe die letzten 20 Jahre, sondern ja, dass man es einfach annimmt und auch riskiert, doof auszusehen. Ich finde, das ist immer so eine kleine Hemmschwelle, so dieses, hier ist mein Safe-Bereich, die Technik kann ich und mehr mache ich nicht. Aber dann bleibt ihr stehen als Tänzer oder als Tänzerin und das wollt ihr nicht. Und ja, deswegen, nehmt euch so viele Einflüsse, wie ihr kriegen könnt. Das ist die Quintessenz dieses Videos. Und mit diesem wunderschönen Satz bin ich auch eigentlich schon durch. Ich hoffe, dass ich euch jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick geben konnte in Tanzstile, die man vielleicht noch ausprobieren kann. Und falls ihr schon irgendeinen anderen Tanzstil tanzt oder auch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, lasst es mich gerne wissen und schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Und wir sehen uns beim nächsten. Ciao!